Jo, fast hätte ich meinen YouTube-Kanal vor Wut gelöscht, aber es ging ja nochmal gut aus. Und jetzt geht's weiter mit Pinball Level 5. Das wollen wir heute abschließen. Knacke die 105.000-Punkte-Grenze mit unsichtbaren Flipperarmen. Are you fucking serious? 105.000. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir einige Versuche gebraucht, um die... Ja, geil. Um die 5.000 überhaupt zu schaffen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach so, aber man hat die Möglichkeit, alle seine Leben zu benutzen. Okay, dann starte ich nochmal neu. Moment. Ich habe jetzt nämlich auch gerade die Steuerung vergessen. Man muss es ja mit dem Steuerkreuz machen, ne? Da oben stehen doch, wie viele Punkte ich noch brauche, oder? Ach nein, Moment mal. Hä? Okay, also ich habe 100.080 und ich brauche 105.000. Gut. Aber warum? Ach, jetzt geht's, oder was? Ich glaube, ich habe vorhin einfach immer was Falsches gedrückt. Sorry. Ich dachte, die Steuerung ginge mit den Steuerkreuzen, aber ich kann eigentlich mit dem A-Knopf hier irgendwie die unsichtbaren Flipper benutzen. Ja, das ist halt ziemlich scheiße, wenn man gar nichts sieht. Aber jetzt hatte ich gerade ziemlich viel Glück. Hab einige Hunderte abgesahnt. Und es sieht ganz gut aus. Ich werde es wahrscheinlich schaffen. 104k. Klar, man sollte sich nie zu früh freuen. Es kann immer irgendeine Chose passieren. Aber da, clear. Super. Eigentlich voll einfach, Mann. Ich habe mich nur dumm angestellt und vor allem mit der Steuerung gerade nicht durchgeblickt. Ja, gut. Wollen wir es mal verzeihen. War ja der Anfang des Parts und ich habe Pinball schon lange nicht mehr gespielt. Finales Pinball-Level. Lass die Seehunde tanzen. Und da braucht man wohl alle von den Punkten da. Okay, gut. Ich werde es probieren. Wie mache ich das am besten? Also eigentlich bräuchte ich da... das rechte Ding, ne? Oder? Ich weiß nicht, mit wem es einfacher ist. Was ist jetzt los? Was zum Teufel ist jetzt los? Irgendwas habe ich aktiviert. Irgendwas, was viele Punkte bringt. Ja, genau. Da müssen wir rein, lieber Ball. Du kannst auch von oben kommen, glaube ich. Ja, komm, 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 Junge. Ah, scheiße. Oh, crap. Verdammt. Man muss das in einem Zug schaffen auch noch. Ja, komm, was ein beschissener Start, ey. Neuer Versuch. Wie muss ich denn den Ball spielen, dass es da reingeht? Hä? Wie denn? So nicht. Und kann er von oben kommen oder nur von unten? Das ist ein richtig beschissener Winkel, sag mal. Wie geht denn das? Und jetzt Game Over. Och, Mann. Das ist so viel Glück. Was man da braucht, um das zu schaffen. Vielleicht, wenn ich ihn da unten rechts reinknalle. Da, ja, da wo die Pinguine gerade hingezeigt haben. Dieses untere. Vielleicht ist das so ein Katapult oder sowas in der Art. Ja, toll. Hätte ich jetzt nichts machen können. Ach, Mann, ist das eine Scheiße. Da, das meine ich. Ja, geh da rein, geh da rein. Vielleicht ist das so ein Katapult, das mich dann direkt da hoch befördert. Das kann ja sein. Ich weiß es ja nicht. Aber irgendwas muss ich probieren. Irgendwas Effektives. Ach, geh halt dann da rein in den... Boah. Das ist so ein Shit. Das heißt einfach nur, lass die Seehunde tanzen. Ja, ich muss perfekten Winkel treffen. Vielleicht kann man es ja sogar schon gleich am Anfang irgendwie schaffen. Weil der Ball fällt ja immer gleich rein. Aber aus dem Winkel kann man nur ein paar Münzen mitnehmen, mehr nicht. Obwohl, so muss man es machen, Alter. Mit der äußersten Kante auf der linken Seite, also mit dem innersten Spielraum, der überhaupt nur geht. Okay. Das ist vielleicht eine Hilfe für euch, dass ihr es schneller schafft als ich. Cool. Haben wir es noch hingebogen. Passt. Pinball ist abgehakt. Wir haben zwar keinen goldenen Rahmen, wegen dem Level 3, aber mir wurscht. Der Giole, sorry, falls ich den Namen falsch ausspreche. Los, Domi. Nein, ich spiele kein Golf. Es zackt. Oder wollen wir es nochmal probieren? Komm, probieren wir nochmal. Level 2. Wechsel mit dem Shit zum PW-Schläger. Und schlage den Ball aufs Grün. Okay. Zum PW-Spieler.
PT oder PW? PW, ich weiß gar nicht, was ein PW-Schläger ist. Ich schieße jetzt einfach mal. War falsch, okay. Das ist einfach nur Glück hier, weil ich. Also für mich Glück, weil ich natürlich überhaupt. Ach so, ach hier, oh! Ich. Honk! Ja. Okay. Steht da angeschrieben. Wechsel zum SW-Schläger und schlage den Ball aufs Grün. Ja, dann will ich. Hier ist SW-Schläger. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da oben. Ja, komm, dann schieß mal nur ganz schwach. Wieso denn? War es jetzt zu schwach oder wie? Oh, wie ich Golf hasse. Ach du meine Fresse, wie ich das hasse. Welches Grün meint er denn überhaupt? Das bei dem Loch, oder? Ja gut, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu schwach gespielt. Machen wir es mal so. Mit mehr Power. Oh, das war jetzt zu viel. Ich glaube, ich spinne. Das war jetzt zu viel. Ja, vielleicht muss man das auch immer da treffen. Wo der vermaledeite Sch. Ach, ich kann Golf nicht. Da könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Ich kann es nicht. Die Maximalpunktzahl, die ich hier bekommen kann, ist ein Stern. Alles versaut. Game over. Jetzt gibt maximal nur noch ein Stern. Und ob ich es überhaupt schaffe, ist ja die Frage, ne? SW-Schläger. Wie muss ich den Kack denn spielen? Ah, jetzt ist er auf dem Ding gelandet. Super. Das hätte so einfach sein können. Erreiche das Grün mit nur einem Schlag. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen. Ja, und welcher Schläger ist da der beste, bitte? Dieser 1i? Nee, der ist es schon mal nicht. Bisschen zu weit. Probieren wir es mal mit dem 6i, der voreingestellte. Ja, fast. Hätte ich nicht so ganz durchgezogen, hätte ich es geschafft. Moment. Neuer Versuch mit dem 6i. Ja, der könnte gehen. Ja. Yep. Gott sei Dank. Ich habe Golf Level 2 geschafft. Ja. Ich bin so gut. Das war der 300. Stern. Damit haben wir Remix Level 25 von Remix 2 freigeschaltet. Jetzt haben wir alle Remixe, oder? Und ich habe jetzt gerade auch voll den Bock auf die Remixe. Also spielen wir sie mal. Weg von Golf. Golf sagt. Like a Boss und viel Spaß, Tommy. Ey, sind da so viele Le von euch dabei, die dieses Spiel gekauft haben? Oder? Bei fast jeder Aufgabe ist tatsächlich sogar ein Miiverse-Beitrag. Cool. Danke an Marc-André. Ter Stegen. Level 23. Besiege alle Gegner mit zwei Marios, oder was? Ja. Okay, dann machen wir das doch einfach mal so. Warte. Oh, shit. Jetzt fühle ich mich wieder so cool, aber dabei ist alles voll misslungen. Einer muss hoch von euch. Geh hoch da. Aber doch nicht den Gegner wiederbeleben, du Vollidiot. Ja, renn einfach. Renn, renn, renn. Powerblock aktivieren, töten. Dann gehst du hoch. Ey, das ist schwieriger als gedacht. Weil es extra so abgepasst ist, dass man von irgendwas getroffen wird. Dann machen wir es mal so. Ich warte, ich warte, ich warte. Dann renne ich. Dann hau ich da drauf und hau nochmal drauf, weil dann liegen sie nämlich trotzdem. Und renne und renne und renne und renne und renne. Geh nicht ins Feuer rein. Geh nicht ins Feuer rein. Warte und spring und sehe zu, wie er zu einem blauen Viech wird. Crap. Aber du kannst trotzdem besiegt werden. Schnell, töt ihn. Ja. Gut kombiniert und aufgepasst. Schwierig. Ist klar, dass wir hier keine 3 Sterne kriegen. Da ist die Bewertung einfach immer krass in den Remixen. Also da verstehen die überhaupt keinen Spaß, die Entwickler. Machen wir mal den ersten Remix ganz komplett fertig, also bis zur 25. Jetzt kommt die 24. Mario, blutroter Himmel, erreiche den Zielpfahl. Aber ich renne nicht automatisch. Aber trotzdem, das sieht richtig brutal. WTF! Das sieht richtig brutal aus mit dem roten Himmel. Und was soll ich bitte zu diesem Ultra-Kugel-Willi sagen? Ich komme ja nicht 1 Zentimeter weit. Scheiße, Gumbas, verpisst euch. Gibt's hier irgendwo einen Pilz, ey? Nein, oder? Ja, ich lasse ihn einfach kommen, den verdammten Kugelwilli. Vielleicht ist hier ein Pilz drin, aber nur wenn wir Glück haben. Moment, ich hab dich schon gehört, du Arsch. Ach, ich darf den noch nicht mal berühren, oder was? Gar nichts! Okay.
Ich dachte, ich könnte ihn besiegen, wenn ich auf ihn draufspringe, aber nö, 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 nö. Man darf ihn gar nicht berühren. Ach du Heiliger. Das ist schon krass. Komm, ganz schnell, aktivieren. Das ist ein Pilz. Jetzt aufpassen, jetzt aufpassen, jetzt kommt der Arsch. Oh, renn, renn, Alter. Mach keinen Fehler jetzt. Ist da unten ein Geheimgang? Weil da ist eine Wolke. Aber ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Scheiße. Ja komm, was willst du denn da bitte machen? Ich glaube, das muss man so abpassen, dass in dem Moment einfach kein Kugelwilli kommt. Ja, leck dich doch am Arsch hier. Jesus Christ. Ich will es ja schon einigermaßen schnell durchmachen, aber bei dem Level kann ich mir das ehrlich gesagt sparen. Ich kacke jetzt auch auf den Pilz, weil man stirbt ja so oder so, wenn man dieses Kugelblie-Ding berührt. Jetzt renn, Alter. Hier darf der nicht kommen, hier darf er nicht kommen. Jetzt spring doch! Wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Er kommt von oben. Ach, ich dachte, ich könnte höher springen als dieser Kacklappen! Der Hinweis kommt vielleicht ein bisschen zu spät, aber ich glaube, man sollte das Let's Play zu NES Remix auf jeden Fall mit Kopfhörern hören. Wenn man das über Lautsprecher schaut und Leute aus eurer Familie oder so in den Kreisen sind und das zuhören können. Ich glaube, die werden denken, ihr schaut einen Psychopathen. Gut, ich bin ja auch ein bisschen irre, aber gehört einfach dazu heutzutage. Das ist so ein Scheiß, ey. Die Gumbas, die regen mich so auf. Die haben außerdem noch so ein provozierendes Gesicht. Du blödes Arschloch. Sonst kommst du doch nie von da. Was soll denn das? Oder ist das vorprogrammiert? Ah, jetzt reicht's mir aber gleich hier. Ich brech das gleich ab. Mach was anderes. Ist mir dann egal. Eigentlich hätte ich auch übrigens gedacht, dass das Let's Play etwas kürzer wird. Aber jetzt sind wir schon bei Part 9 und haben, glaube ich, so 60-65% erst gespielt. Glaube ich. So ungefähr jedenfalls. Also werden es wohl schon, ja, 15 plus Parts. Schließlich wird es ab jetzt nochmal richtig schwer. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass wir in den folgenden Parts viele Aufgaben lösen werden. Ach, das geht doch gar nicht. Du kannst machen, was du willst. Plötzlich kommt so ein Arschloch und dann ist alles vorbei. Jetzt habe ich Rage Mode an. Rage Mode. Das kann aber unter Umständen helfen. Wow, knapp. Du bist so ein gottverdammter Bastard. Hat dir das deine Mutter eigentlich nie gesagt, hä? Hätte sie tun sollen. 50. Game Over schon. Next Try. Das ist aber nur Level 1-3. Also so schwierig ist das Level an sich nicht. Aber gut, wir sterben ja auch immer nur an dem Kugelwilli und nicht an dem Level selbst. Also meinen größten Respekt schon mal an die Leute, die hier drei Shiny Stars haben oder überhaupt drei Sterne. Das müssen ganz gelittene Personen sein. Komm schon, der kommt gleich! Wo kommt er? Oben. Und jetzt weiß ich besser, dass ich hier nicht springen sollte. Der geht zurück. Wieso? Warum springst du ihn in den Hintern? Mario, warum machst du das? Du bist so dämlich. Und dann ist es eben doch wieder wichtig, dass man den blöden Pilz nimmt. Ach, ich gehe jetzt. Gleich bin ich wieder kurz davor, auf Kanal löschen zu drücken. Es reicht jetzt. Weil sonst lande ich noch irgendwann in der geschlossenen und das will ich nicht. Was man hier alles ertragen muss. Komm her. Und los. Los, Mann. Stirb. Schaffst du noch, schaffst du noch, schaffst du noch. Jetzt kommt der Arsch. Oh, aber diesmal unten. So ein dreister Drecksack. Wo, wo? Duck dich, Mann. Was sieht so hässlich aus, wenn er sich duckt? Ziel? Wenn er mich jetzt umbringt, ey.
geschafft. Boah! Ja, das Dreckslevel, wenn man es langsam angeht, dann ist es schon ganz einfach eigentlich. Aber wenn du hier 3 Sterne oder sowas probierst, dann viel Spaß. Tch. Have a lucky day. Tommy, viel Spaß damit. Ja, hatte ich super, Nico, wirklich. So ein blöder Scheiß, ey. Und das wird bestimmt auch nicht cooler. Jesus Christ, ey. Lass beide blasen. Deutsch ist perfekt. Dann kann es ja schon mal nicht schief gehen, ne? Wir sind beide kaputt. Aber das hat 6 Etappen, das finale Level. Sammle Münzen ein. Ach so, jetzt ist es ein Remix aus verschiedensten Serien. Ja, natürlich, ich sehe wieder nix, ey. Gar nichts sehe ich. Aber ich hab's geschafft. Etappe 3. Für 5 Rivalen von den Maschinen. Und ich sehe ja sowas von viel. Ach so, immer wenn ich den Turbo einsetze, dann geht bei mir so eine Lampe an. Hat man hier eine Zeitbegrenzung? Ja, hat man. Scheiße. Fahr. 39 Sekunden. Aber die stehen ja auch wieder auf, deswegen kann ich sie doch auch treffen. Verdammt, jetzt sind wir beide umgefallen. Fahr, Mann. Und stopp. Tot. Ja, hier habe ich jetzt viel Zeit verloren. Lauf, Mario, sammle 20 Münzen. Natürlich, die Jeep Jeeps. Ach, oh Gott. Ich kann nicht stehen bleiben. Und ich muss dabei 20 Münzen sammeln. Ja, klar. Na klar. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, die ersten Münzen, die sollen einen nur trollen. Da sollte man nämlich nicht springen. Ja, also da kann man nicht mehr als eine Münze mitnehmen. Ist einfach so. Dann die fiese Stelle hier. Was? Ich bin doch im letzten Moment gesprungen! Und irgendwas muss ich doch drücken, sonst komme ich doch dann nie lebend drüber. Okay, man kann doch 3 mitnehmen, aber ich will es euch nicht raten. Ich muss nur diese blöde Stelle irgendwie schaffen. Das geht nicht. Das geht nicht! Ich tippe nur den blöden Atemknopf ganz leicht an und trotzdem trifft er mich. Also, was soll ich tun? Hä? Okay. Noch kürzer antippen. Ja, wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Ich brauch 20, Mann. Ich brauch 20. Gib mir noch eine. Nein! Ich werde gleich in Twilight Fan, wenn es so weitergeht. Blödes Arschloch! Der kommt sofort auf den Grill. Er wird als Steckerlfisch von mir gefressen. Seine ganze Familie wird an meine Familie als Steckerlfisch verkauft. Das ist mir komplett egal! Verdammt! Am allerletzten Pixel muss man springen. Und dann natürlich auch nur für eine Sekunde... Ach, eine Sekunde, Quatsch. Für eine Millisekunde den A-Knopf drücken. So, ungefähr, ja. Jetzt hol die scheiß Münzen, Mann! Gut. Den Crap auch. Ja! Spring über 3 Fässer, Crap. Ich sehe nichts. Hintereinander? Nee. Gut. Sehr gut. Shit, 10 Sekunden. Komm her. Gut. Oh nein. Was? Besiege Bowser als unbesiegbarer Luigi? What the heck? Wie episch! Ich hab unendlich Stern und kann einfach mal alles aus dem Weg räumen. Hier, ich küsse dich. Mua! Tot geküsst. Das ist geil. Das war jetzt zwar überhaupt nicht schwierig, aber es war geil. Ja, halt nur 1 Stern wegen dem Game Over. Aber das mit Mario und den 20 Münzen, das war auch echt krass. Und schon wieder! Also was, das ist irgendwie der Part der Miiverse-Beiträge und der sieht auch richtig schön aus. Danke, LP Master. Der sieht echt schön aus. Komm, wir wollen noch irgendwas schaffen hier, verdammt nochmal. Die ganze Zeit ist bald weg. Was kriegen wir noch schnell hin? Hier, das haben wir noch nicht gemacht. Level 10 von Balloon Fight. Mach den Gegner zu Fischfutter! Ach so. Ja, wurde doch gefressen. Oder meinten die den anderen? Ja, wie mache ich das? Einfach so... Das war jetzt...
Muss der einfach nur ins Wasser fallen, oder wie? Dann muss ich ihn treffen, wenn er hier irgendwie steht. Und dann darf ich ihn nicht nochmal berühren. Ich glaube, so ist es gemeint. Ja. Komm her, du blödes Viech. Gegner. Hallo. Gegner. Scheiße, jetzt werde ich gleich gefressen. Das war knapp. Geh rein, geh rein, geh rein. Nein! Ach, Mist. Ich hatte gehofft, dass er unten drunter vorbeifliegt. Ja, wie habe ich denn das gemacht, dass der vorhin so schön über dem Meer war? Ich glaube, ich habe ihn hierher gelockt. Komm her. Shit. Süßer. Nein, lass dich nicht treffen. Komm doch mal her. Nein, ich wollte dich nicht... Oder doch, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Das war so Glück gerade. Das war so ein Glück. Aber der wurde jetzt nicht gefressen, oder? Doch. Boah, so ein Glück, dass er da noch reingeflogen ist. Ein neuer Stempel! Die Pauline, die sich das Kleid runterzieht. Hier nochmal was mit Blasen. Also Luftblasen natürlich. Lass 20 Ballons platzen. Aber da steht nicht, dass ich alle treffen muss. Das ist gut. Weil das Haar hat sehr großen Druck aufgebaut. Und dann konnte ich nicht gut schlafen. Na 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 na. Ah, doch. Es steht zwar nicht da, aber es ist trotzdem so. Na Halleluja. 20 Ballons, ohne dass einer ein einziger vorbeigeht. Ist klar. Er ist schon verloren. Toll. Ach meine Güte, ey, die ganzen Missionen, die werden jetzt nur noch asozial. Aber man muss das perfekte Timing zwischen A und B finden. Weil B ist ja der ungeschriebene Turbo. Komm schon, zerstör sie und zurück, 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 zurück. Jetzt habe ich verloren. Ja. Ey, komm. Also 20 Ballons? Deinen Scheiß Ernst, ey? Was hat denn wieder geraucht hier? Irgendwelche verbotenen Substanzen. Aber ich musste auch nach rechts weiterfliegen. Das ist mein Fehler, den ich mache, weil da verliere ich nämlich auch einiges an Höhe und Zeit. Jetzt kommen dann zwar hier drüben viele, aber wenn ich... Nein, zu tief gefallen. Da darfst du absolut gar nichts falsch machen, verstehst du? Ich war jetzt so ein Semmelrocke versteckt. Komm, 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 komm. Und stopp. Erst den unteren, dann hoch! Hab ich den noch? Ja, aber... Ach komm, ey, das stinkt, ey. So ein Shit. Zerstör's, geh da rüber. Und wieder nix. Ach komm. Gib die Stufe. Also jetzt denke ich mir gerade auch irgendwie, das wäre eigentlich ein ziemlich gutes Facecam-LP. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das auch so gemacht. Ich mache die Facecam in den heutigen LPs ja nicht mehr, weil ich es einfach sinnlos finde. Aber in dem... Wenn ich vorher gewusst hätte, dass es so krass ist, später, hätte ich es von Anfang an so gemacht. Aber man kann es halt nicht riechen, ne? Komm schon jetzt. Wehe, du failst, Alter. Du hast 17 schon. Komm! Ja! Das sind insgesamt sogar 20. Boah, und das ist trotzdem nicht das letzte finale Level von Balloon Fight? Welche zwei Level sind denn noch schlimmer als das? Und das waren auch keine 3 Sterne. I'm crying now. Aber ich werde schon überleben. Ja. Dominist der Beste. Achso. Hier, das wollen wir noch machen. Level 19 von... Super Mario Bros. Besiegelt den super starken Bowser. Ja. Ich fürchte, ich hätte den Part beenden sollen. Ja, hätte ich. Sollen wir nicht doch was anderes machen oder gleich beenden? Ich sehe hier kein Land. Vor allem, weil es 4 Etappen hat. Okay, den habe ich schon mal. Aber es wird trotzdem ein Game Over geben. Ich krieg bestimmt nicht die anderen 3 Etappen hin. Vor allem, weil man immer Bowser besiegen muss anscheinend. In 3 verschiedenen, 4 verschiedenen insgesamt Stages.
Oben drüber. Ja, ach, jetzt kommt er mit den Hämmern. Ich dachte, ich mach's ganz schlau, springe oben drauf und dann kommt er mir mit den Hämmern. Der coole Boy. Warum macht er das eigentlich heutzutage nicht mehr? Früher hat er das noch geil gefunden, mit Hämmern zu schmeißen. Heute nicht mehr. Das hätte auch was, irgendwie. In so einem New Super Mario Bros. Oder sowas. Vielleicht mal statt Giga Bowser einfach Giga Hämmer. Wäre irgendwie geil. Ja, jetzt habe ich es ganz gut drauf, aber jetzt ist es schon zu spät, weil wir schon Game Over gegangen sind. Da kommt doch bestimmt ein Feuer raus, oder? Na klar. Scheiße. Ja, ist eigentlich nicht so schwer. Crap. Ach Mann, ey, hätte ich halt beim ersten nicht so oft gefailt. Aber egal, wir haben Peach gerettet. Und nur ein Stern. Wie bitte? Du hast Level 1 der Bonusrunde freigespielt. Das gibt's auch noch. Was geht denn da dann ab? Bonusrunde, was könnte das sein? Eine völlig neue Rubrik. Geil. Freue ich mich drauf. Urban Champion? Ich glaube hier nichts. Aber gut. Schaltet das nächste Mal wieder ein bei NES Todes Remake.